Und wir gehen jetzt live in unser Studio in Linz zum Wiener Erzbischof Christoph Schönborn. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kardinal, in der morgigen Kronenzeitung schreibt Kolumnist Michael Chanet einen Dankesbrief an Sie. Und da schreibt er wörtlich, die Besetzung der Votivkirche sei eine, Zitat, abgekartete links-linke Aktion, für die ein paar Dutzend ahnungslose Asylwerber missbraucht werden. Das klingt sehr, sehr ähnlich wie Ihre Kritik vom Sonntag. Die Männer in der Kirche, mit denen wir gesprochen haben, sehen das aber völlig anders. Erstens ist die Votivkirche nicht besetzt, denn die Votivkirche dient ganz normal weiter als Kirche. Flüchtlinge sind keine Verbrecher. Es ist kein Verbrechen, ein Flüchtling zu sein. Wir stehen nach wie vor voll und ganz zu den Flüchtlingen und unterstützen sie. Und ich möchte hier ganz klar sagen, Sie respektieren die Kirche, den Gottesdienst. Es hat nie eine Störung des Gottesdienstes gegeben. Aber ich darf daran erinnern, dass schon vor Weihnachten Dr. Landau, der Chef unserer Wiener Caritas, sehr darüber geklagt hat, dass unser Bemühen, die Asylanten, die Flüchtlinge in ordentliche Quartiere unterzubringen, immer wieder unterlaufen wurde von Leuten, die von außen einsprechen und ihnen, den Flüchtlingen, Angst machen, dass man uns, dass man der Caritas und uns nicht trauen darf. Letzte Woche waren wir schon so weit, dass eine Übersiedlung in ein ordentliches Quartier, ein kirchliches, wo sie denselben Schutz haben wie in der Kirche, und wir halten diesen Schutz aufrecht. Wir wollen ihnen helfen und sie beschützen, das ist unser kirchliches Anliegen. Aber wir wollen auch, dass sie menschenwürdig untergebracht sind und nicht bei Minusgraden in der eiskalten Votivkirche sind. Dieses Bemühen war letzte Woche schon praktisch spruchreif, die Übersiedlung in ein ordentliches Quartier, ein kirchliches, und dann plötzlich wieder alles gescheitert. Aber und das hat mich zu einer zornigen Reaktion veranlasst. Die Helfer in der Votivkirche habe ich damit nicht attackiert. Ich habe bestimmte Kreise attackiert, die hier versuchen, politische Lösungen zu erzwingen, die auf diese Weise nicht zu erzwingen sind. Kardinal, wir stehen auf der Basis der Gesetze. Unterbrechen, Herr Kardinal, ich muss auch eine Frage oder mehrere Fragen noch unterbringen. Jetzt sagen aber die Flüchtlinge, mit denen wir gesprochen haben, sie entscheiden selber, und sie haben ja tatsächlich letzte Woche entschieden, ihren Hungerstreik jetzt mal abzubrechen. Nach einem langen Gespräch mit mir. Aber sie haben sich auch entschlossen, offenbar in der Kirche zu bleiben, und zwar offenbar deswegen, weil sie Angst haben, dass, wenn sie aus der Kirche weggehen, dass ihr Protest an die Öffentlichkeit verliert. Und da könnte man ja auch sagen, dass ist bei einer politischen Protestaktion, die das ja offenbar ist, ja möglicherweise eine nicht ganz unkluge Strategie. Diese Strategie hat gewisse Erfolge bereits erzielt. Es gibt ein Gespräch über die Frage, die wir durchaus unterstützen, nämlich Zugang zum Arbeitsmarkt auch für Asylwerber, damit sie nicht monatelang, jahrelang in der Arbeitsunmöglichkeit gehalten werden. Aber wir haben Ihnen auch klar gesagt, Sie dürfen nicht Forderungen stellen, die der Gesetzgeber klar ausgeschlossen hat, die auch keine österreichische Instanz, weder der Bundespräsident noch der Kardinal, die Kirche aushebeln kann. Und deshalb haben wir Sie auch sehr gebeten, mit realistischen Forderungen sich zufrieden zu geben, und bei diesen realistischen Forderungen werden wir sie auch weiter unterstützen, wie wir es bisher getan haben. Ich glaube, wir haben wirklich gezeigt, dass wir auf ihrer Seite stehen. Und ich bitte alle zu unterstützen, das Vertrauen zwischen den Flüchtlingen und der Caritas, den Flüchtlingen und der Kirche. Und ich denke, dann werden wir einen guten Weg finden. Gut, Herr Kardinal, jetzt möchten sich aber vielleicht die Flüchtlinge dort oder nicht alle Flüchtlinge dort von der Kirche oder von der Caritas sagen lassen, was sie denn fordern dürfen und was denn realistisch ist. Vielleicht wollen sie auch unrealistische Dinge fordern. Was machen sie denn, wenn die jetzt aus der Kirche nicht weggehen und wenn die ihr Angebot in ein Kloster, soweit ich weiß, geht es um ein Kloster zu übersiedeln, nicht annehmen? Ich glaube, wir werden zu einer Lösung kommen. Denn es gibt ein gutes und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den
freiwilligen Helfern, der Caritas, der Diakonie, den Johannitern und allen, den vielen und der Pfarre selber, die Großartiges geleistet hat. Das muss man auch einmal hier deutlich sagen. Es gibt eine gute Vertrauensbasis und ich bin zuversichtlich, dass wir ohne Störungen von außen und ohne Störungen von Aktivisten, die das anders sehen, eine gute Lösung finden werden, die auch das politisch Mögliche erreichen wird. Aber natürlich das politisch Unmögliche, auf das kann man nicht rechnen. Und wenn die Flüchtlinge aber nicht aus der Kirche weggehen, gäbe es den Punkt, wo Sie als quasi Hausherr irgendwann sagen würden, jetzt müssen Sie weg und die Kirche räumen lassen, wie das die FPÖ ja schon seit Wochen von Ihnen verlangt? Das haben politische Parteien nicht zu sagen, das haben wir zu sagen. Die Votivkirche ist eine Kirche der Kirche und wir werden gemeinsam mit den Flüchtlingen einen guten Weg finden. Davon bin ich überzeugt. Dazu waren die bisherigen Gespräche gut genug und ich hoffe, dass das Vertrauen, das bereits besteht, das gut aufgebaut worden ist, nicht wieder gestört wird. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch kurz eine andere Frage stellen. Ein hochrangiger Kirchenmann, der sich immer wieder sehr engagiert für Flüchtlinge eingesetzt hat, war Reinhold Stecher, der Altbischof von Innsbruck, der heute mit 91 Jahren am Abend gestorben ist. Stecher war aber auch sehr kritisch, vor allem in den letzten Jahren, gegenüber vielen Positionen der Amtskirche. Er war zum Beispiel dafür, dass verheiratete Männer Priester werden können. Er hat auch ein Priesteramt für Frauen nicht ausgeschlossen. Hat Sie das eigentlich manchmal nachdenklich gemacht, dass ein derart verdienter Mitbischof der Amtskirche so kritisch gegenübergestanden ist in den letzten Jahren? Das war nicht in den letzten Jahren. Reinhold Stecher, Entschuldigung, war immer ein großartig engagierter Mann, der sehr nahe bei den Menschen war. Ein großartiger Mensch, Bischof. Ein großartiger Zeichner, Sie kennen seine Aquarelle, ein großartiger Karikaturist, das ist noch weniger bekannt, und ein wunderbarer Priester. Dass er die Sorgen vieler Gemeinden auf diese Weise formuliert hat, das haben wir verstanden, auch wenn wir nicht alle seine Sichten geteilt haben. Aber alle waren wir überzeugt von ihm, dass er ein überzeugender Mensch war. Herr Kardinal, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Linz. Danke sehr. Danke. Guten Abend. Und kreuz und quer zeigt heute noch ein ausführliches Porträt über den Innsbrucker Altbischof Reinhold Stecher. Es ist zu sehen ab 23.15 Uhr hier in ORF 2.